José Mourinho hat im portugiesischen Fernsehen die Gerüchte um eine Rückkehr zu Real Madrid selbst befeuert. Wenn ein Trainer oder Spieler zurückkommt, bedeutet das, dass er etwas Positives getan hat. Wenn ein Profi zurückkehrt oder ihm angeboten wird, in einen Club zurückzukehren, ist dies eine Riesenehre, sagte der derzeit arbeitslose Portugiese beim Sender Correio da Manhã. Damit ließ Mourinho durchblicken, dass er sich eine Rückkehr zu den Königlichen, bei welchen er bereits zwischen 2010 und 2013 unter Vertrag stand, durchaus vorstellen könnte. Benfica ist keine Option für José Mourinho. Mourinho ist seit seiner Entlassung bei Manchester United im Dezember ohne Job. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach der 55-Jährige bei Benfica Lissabon anheuern könnte. Diesen hatte The Special One allerdings eine Absage erteilt, weil er nicht die Absicht habe, in Portugal zu arbeiten. Bei Real, das mit dem aktuellen Coach Santiago Solari allerdings nach einer zwischenzeitlichen Krise allerdings zuletzt zurück in die Spur fand, gestaltet sich die Situation dagegen anders. In typischer Mourinho-Manie fügte er bei Correio da Manhã an, dass er sich selbst als eine gute Wahl betrachten würde. Die Vereine versuchen, einen Spieler oder Trainer, den sie bereits kennen, anzustellen, und wenn sie ihn wollen, liegt dies daran, dass sie den Wert dieser Person kennen.